Schlüsselübergabe in Ruhland. Die Karnevalisten der Elsterstadt haben sich auch 2020 nicht unterkriegen lassen. Ihre aktuelle Session starteten sie Corona-bedingt, jedoch in abgespeckter Version. Am 11.11. Punkt 11.11 Uhr übernahmen sie den Stadtschlüssel von Bürgermeister Thomas Hönsch. Es ist natürlich nicht das, wie man das die letzten Jahre gewohnt ist, mit den Karnevalisten, die links und rechts am Rand stehen, mit den Leuten, die am Rand stehen. Und was natürlich dann auch fehlt, sind die Veranstaltungen im Februar, im November. Dafür ist man Karnevalist, da ist man ein bisschen verrückt, kann man, ich sag mal, die Sau rauslassen, ein bisschen was trinken und ungestört feiern. Das wird natürlich in diesem Jahr und dann im Februar fehlen. Das Prinzenpaar beim KCR 69, das sind aktuell seine Tollität Prinz Andreas I. und ihre Lieblichkeit Prinzessin Melanie I. Das Kinderpaar sind Prinz Finn der Kühne und Prinzessin Samantha die Liebliche. Mehr zum Karneval 2020 in Ruhland und in Schwarzheide sehen Sie in unserem Programm ab Freitag.